Heute am 27. Februar 2021 jährt sich zum 75. Mal der verheerende Luftangriff auf Mainz. Bei mir ist heute Thomas Nonnenmacher, welcher 25 Jahre im Stadthistorischen Museum Mainz gearbeitet hat und Co-Herausgeber des Buches und der gleichnamigen Ausstellung Mainz, du sollst nicht untergehen, ist. Herr Nonnenmacher, welche Rolle hat Mainz genau im Zweiten Weltkrieg gespielt? Ja, Mainz war ja zwar Militärstadt, aber nicht so eine wichtige Funktion. Strategische Lage war immer schon klar, schon seit den Römerzeiten am Rhein und am Einfluss des Mainz in den Rhein. Und war jahrelang eben gegenüber Frankreich eine gewisse Frontstadt, aber hatte keine strategische Bedeutung. Also kann ich davon ausgehen, dass die Angriffe am 27. Februar nicht wirklich gezielt auf Mainz gingen oder gab es da doch einen Grund? Ja, Mainz gehörte zu den deutschen Städten mit einer Einwohnerzahl über 100.000. Der britische Kommandeur der Royal Air Force, das war Arthur Harris, hatte sich ja zum Ziel gesetzt, jede deutsche Stadt über 100.000 Einwohner anzugreifen, um entsprechend die Bevölkerung aufzuschrecken. So ist zum Beispiel am 16. März, also nochmal 14 Tage später, wie Mainz, auch noch Würzburg in Schutt und Asche gelegt worden. Der Angriff am 27. Februar war ja nicht der erste Luftangriff auf Mainz, sondern der letzte mehrerer Angriffe, die auf Mainz stattgefunden haben. Inwiefern hat er sich von diesen aber unterschieden? Ja, die verheerendsten Großangriffe erfolgten am 12. und 13. August 1942, wo schon ein Großteil der Innenstadt zerstört wurde. Und im Laufe des Herbstes 1944 gab es mehrere Angriffe, September, Oktober, wobei auch Mainz-Kastell zu 90% zerstört wurde. War der Angriff am 27. Februar zu erwarten aufgrund der vorangegangenen Angriffe? Ja, durchaus. Es gab ja ständig irgendwelche Luftalarme. Es steigerte sich seit Herbst 1941, wo die ersten Angriffe stattgefunden haben, auf das Bahnhofsviertel. Zusehends im Januar 1945 gab es zum Beispiel 68 Alarme, im Februar 73 Alarme. Die führten nicht immer direkt zu Angriffen, sondern wurden auch Alarm gegeben, wenn Flugzeuge eben über Mainz flogen in eine andere Richtung. Aber die Menschen waren jeweils eben dazu aufgefordert, Keller und Schutzräume aufzusuchen. Dann würde ich zu dem Hergang des Angriffs am 27. Februar kommen. Wie lange hat dieser denn gedauert? Es war ein relativ kurzer Zeitraum. Allerdings kann so ein Zeitraum zu einer nicht endenden Tragödie werden. Die Luftwarnung, die verkannte das Ausmaß der einfliegenden Bomberverbände, die sich dann mit 435 Flugzeugen über den Rhein-Lahn-Kreis Richtung Mainz bewegten. Und es gab erst 16.29 Uhr nochmal Vollalarm. Und die Menschen mussten ganz schnell irgendwelche Schutzräume aufsuchen oder in die Keller gehen. Die ersten Bomben fielen dann 16.30 Uhr und die letzten um 16.43 Uhr, also 13 Minuten, dauerte der ganze Angriff in 9 Wellen. Welche Stadtgebiete wurden getroffen? Es wurde eigentlich das gesamte Stadtgebiet getroffen, die Neustadt hauptsächlich, aber auch wieder noch die Innenstadt. Und je nachdem, wann die Bomben ausgeklinkt wurden und haben ja dann eine gewisse Fallgeschwindigkeit, wurde auch Weißenau nochmal ganz schwer getroffen. Während die südliche Altstadt, wie wir heute Altstadt nennen, nicht zur Stadt zerstört wurde. Die Innenstadt war halt am Ende zu 81% zerstört. Das heißt, man konnte vom Bahnhof bis zum Rhein blicken, ohne ein Gebäude zu sehen. Das kann sich jemand meiner Generation gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt zwar Bildmaterial, aber das ist Wahnsinn. Auch die Innenstadt mit den alten Häusern, die aus oft noch als Fachwerk mit Holztreppenhäusern gebaut waren, kannte man nur noch von oben eine sogenannte Honigwabenstruktur, wo also nur noch die Grundmauern zu sehen sind und dann in der Mitte die Trümmerhaufen. Das war also eine totale Zermalmung der Gebäude und Niederbrennung. Kann man sagen, wie viele Opfer es damals gab? Oder gibt es da auch noch Zahlen, die nicht bekannt sind, also unbekannte Opfer? Ja, es gibt da verschiedene Zahlen und Spekulationen. Wir halten uns immer an die Meldungen des Standesamtes Mainz. Da gab es am 27. Februar 1.122 Todesopfer und im gesamten Kriegsverlauf durch Luftkriege 2.645. Das muss man auch in dem Zusammenhang verstehen, dass ja mit
kann man als Erschwerung der Stadt von den einzigen 154.000 Einwohnern weniger als die Hälfte überhaupt noch in der Stadt lebten. Also dass die Opferzahl eben auch entsprechend nicht so hoch war wie in Hamburg oder Dresden. Weiß man heute noch, wie die zahllosen Wohnungslosen dann untergekommen sind? Wie gesagt, während des Krieges wurden viele Bewohner schon ausquartiert aufs Land, nach Hessen, in den Odenwald, in die rheinhessischen Gemeinden, überall, wo man sicher sein konnte, dass kein Bombenkrieg stattfindet, in die kleineren Ortschaften, sodass eben dann nur noch so ungefähr 60.000 bis 70.000 in Mainz lebten. Und da wurde alles genutzt, die Gartenhäuser, alte Keller, die Keller der Ruinen und bei irgendwelchen Freunden oder Bekannten unterzukommen, die noch nicht ausgebombt waren in den Vororten. Ganz schwierige Situation. Es gab auch Familien, die waren zwei-, dreimal ausgebombt, sind von einer Adresse in die andere gezogen, wurden jeweils beim nächsten Angriff auch wieder ausgebombt. Dass auch Besitztum und Habe nur noch ganz wenig vorhanden war. Die Banken, die gaben dann Kredite für den Wiederaufbau, der Staat zahlte Entschädigungen für kriegszerstörte Grundstücke und Gebäude. Und die kommunalen und kirchlichen Wohnungsbaugesellschaften, die es gab oder die sich neu gründeten, bekamen große Bedeutung für Schaffung von Wohnraum. Das hatte absolut erste Priorität, um eben die Mainzer, die ausquartiert waren, auch wieder nach Mainz zurückzuholen in ihre Stadt. Aber das war ein langer Prozess, der hat bis Mitte der 60er Jahre gedauert. Also kann man ja davon ausgehen, dass quasi die Moral oder der Lebenswille der Mainzer auch relativ nicht mehr wirklich vorhanden war nach so einer Zerbombung von einer Stadt, in der man ja gelebt hat, die man vielleicht auch geliebt hat. Aber wie kam es denn dann dazu, dass die Mainzer Lebensfreude, die man ja auch heute noch kennt, so relativ schnell wieder aufkam? Ja, im Sommer 1945 kreisten die Gedanken in Mainz um das nackte Überleben. Wie Sie schon angesprochen haben, Wohnraum war knapp oder nur unzureichend noch vorhanden. Lebensmittelversorgung war katastrophal, Heizmaterial war katastrophal zu bekommen. Wurden überall in den Anlagen und Parks wurden die Bäume illegal gefällt, um sich Heizmaterial zu verschaffen. Und da dachte man natürlich nicht an irgendwelche Volksbelustigungen. Die französische Besatzung war allerdings da sehr daran interessiert, dass die Mainzer auch wieder einen gewissen Freizeitwert hatten und sogenannte Belustigungen stattfanden. Am 9.7.1945 hatten ja die Amerikaner die Besatzung von Mainz an die Franzosen übergeben. Und da ging es los. Es war dem französischen Stadtkommandanten Colonel Kleinmann und dem Kulturattaché Schmidtlein zu verdanken, dass mit den Mainzern zusammen eben wieder etwas geplant wurde. So wurde 1946 dann erstmals der Mainzer Weinmarkt wieder eröffnet auf dem Halleplatz. Und auch am 11.11.1946 fanden die ersten närrischen Generalversammlungen statt mit einer darauf folgenden Kampagne. 1947 war die erste Kampagne der Mainzer Fastnacht. Vorher gab es allerdings im Stadthaus, im Pulverturm, sogenannten Mainzer Abende. Die waren sehr erfolgreiche Veranstaltungen mit Liedern und auch mit Fastnachtsvorträgen und sonstigen künstlerischen Darbietungen. Es war ja auch das Problem, dass es ja in Mainz kaum noch Veranstaltungsräume, Säle gab. Wie gesagt, das Stadthaus, ehemalige Kunstgewerbeschule und der Saal des Bauhauses zum Rat. In der Trusestraße, die waren die einzigen größeren Räume und Säle, wo man etwas stattfinden lassen konnte. Man darf natürlich nicht vergessen, jenseits der Kultur, dass die Franzosen eben auch mit verantwortlich waren für die Wiedereröffnung der Mainzer Universität 1946. Welche Rolle hat denn die Universität beim Wiederaufbau gespielt? Ja, das Universitätsgebäude war ja eine ehemalige Flak-Kaserne, die im Dritten Reich gebaut wurde. Und Franzosen haben, wie gesagt, starke Bestrebungen gehabt, die eine Mainzer Universität, die um 1800 geschlossen worden war, wiederzubeleben, um auch der Jugend eben Bildungschancen zu eröffnen in einer neuen Demokratie. Das war den Franzosen ganz wichtig, einen neuen Geist einziehen zu lassen. Und so mussten alte Parteigenossen der NSDAP und sonst irgendwie Belastete aus dem Dritten Reich mussten
da hoch zur Saarstraße mussten bei dem Umbau und bei der Wiederherstellung des Geländes der Flackers eine helfen, wurden da verpflichtet zu arbeiten, damit es schnell voranging und die Universität 1946 eröffnet werden konnte. Also wurde ja die Mainzer Universität relativ bald wieder eröffnet. Aber warum verlief der Wiederaufbau der restlichen Stadt Mainz so extrem schleppend im Vergleich mit anderen Städten wie zum Beispiel Frankfurt? Ja, es fehlt an Planung und Wirtschaftskraft. 1946, 1947 hat der französische Architekt Marcel Lotz einen Wiederaufbauplan für Mainz entworfen, der Mainz vollkommen verändert hätte. Die Mainzer Neustadt wäre komplett entstrümmert und abgerissen worden und wäre ersetzt worden durch mehrere Scheibenhochhäuser. Man hätte in der Innenstadt ein neues Geschäftsviertel errichtet und im südlichen Bereich eben eine gewisse Altstadt gelassen. Das war eine sogenannte Traumstadt nach modernsten Gesichtspunkten. Das wurde 1948 allerdings durch den Stadtvorstand abgesagt oder abgelehnt und man hat dann Selbstplanungen, Gegenplanungen gemacht, die allerdings auch nur ganz zögerlich verwirklicht wurden, weil nennenswerter Wiederaufbau erfolgte erst nach der Einführung der D-Mark 1948. 1958 kam es dann endlich durch Professor Ernst May, der wurde Generalbeauftragter für den Wiederaufbau und legte einen Generalbebauungsplan vor. Und da konnte es dann ein richtiger Bauboom entstehen, der auch befördert wurde durch das 2000-jährige Stadtjubiläum 1962. Dann haben Sie ja eben schon die französische Besatzung angesprochen und den Architekten Marcel Lotz. Die Franzosen, die hatten ja für den Wiederaufbau den Plan, aus Mainz eine Art Weltstadt zu machen, was es ja dann schlussendlich nicht geworden ist. Aber sieht man vielleicht heute noch den Einfluss der französischen Besatzer? Die französische Besatzung hatte trotz anfänglicher Probleme insgesamt gesehen eine sehr positive Ausstrahlung auf Mainz und seine Menschen. Anders als bei der ersten Besatzungszeit im 20. Jahrhundert, 1919 bis 1930, begab sich die glückliche Führung der Städtepartnerschaft Mainz-Dijon und des weiteren Partnerschaft Rheinland-Pfalz und Burgund. Damit verbunden eine Aussöhnung der ehemaligen Erbfeinde. Das ist ganz wichtig für den Erhalt des Friedens in Europa. Vor der Zerbombung gab es ja in Mainz an die 100 Kirchen, wenn nicht sogar mehr. Von diesen sind ja allerdings nur der Dom in größten Teilen stehen geblieben und die Augustinerkirche. Haben diese beiden Kirchen das Mainzer Stadtbild nach dem Wiederaufbau geprägt? Ja, das stimmt nicht ganz. Also 100 Kirchen ist ein bisschen hochgegriffen, wahrscheinlich die Anzahl. Es war sehr wohl so, dass durch die katholischen und evangelischen Gemeinden zahlreiche Kirchen im Mainzer Stadtgebiet gibt, aber 100 ist halt ein bisschen viel zu hochgegriffen. Stimmt auch nicht ganz. Der Dom hatte doch erhebliche Schäden an den Dachbereichen und an den Fenstern. Verglasung. Wie Sie schon richtig sagten, war auch noch die Augustinerkirche fast unbeschädigt und auch St. Ignaz in der Augustinerstraße relativ unbeschädigt und konnten wieder Gottesdienste stattfinden. Sieht man vielleicht heute noch im Stadtbild, dass die Kirchen das überlebt haben? Ja, das Mainzer Domgebirge ist ja einmalig in Deutschland, auch seine Umbauung. Das ist eine ganz hervorragende Architektur, die sich ja von der Romanik bis zum Spätbarock hinzieht. Was auch immer auffällig ist in so einem Stadtbild, sind Straßenverläufe. Sind da neue Straßen, die man heute noch gut kennt? Oder gibt es Straßen, die früher vielleicht eine Hauptstraße waren, gar nicht mehr mittlerweile? Ja, man hat sich ja dazu entschlossen, aufgrund der vorhandenen Infrastruktur, Leitungsnetze, Kanalisation, Straßenbahngleise, hat man sich wesentlich an den alten Grundriss gehalten und die Stadt eigentlich nach den alten Straßenverläufen wieder aufgebaut. Klassische Neuschöpfung allerdings ist zum Beispiel diese Beglückert-Passage in der Innenstadt, wie die große Langgasse, die ja sehr stark verbreitet ist und über die von der großen Bleiche Umbach bis zur Lüttichstraße geradeaus durchgeht und jetzt gerade wieder neu gestaltet wurde. Im Gebiet der eigentlichen Altstadt am Brand Richtung Rhein, da merkt man natürlich ganz deutlich die Veränderung, die ganz kleinen Gässchen, kleingliedrigen Gässchen, Rindsfußgasse, Leergasse, vordere, hintere Schafsgasse, Postplätzchen, das ist alles verschwunden. Sieht man abgesehen von den Straßen noch irgendwelche großartigen Veränderungen? Ja, das muss man vielschichtig sehen. Mainz wurde natürlich auch
dann in den 50er, Ende der 50er Jahre so einer verkehrsgerechten Stadt ausgebaut. Man muss ja sehen, dass der Autoverkehr extrem zunahm und da war mit den kleinen Gässchen nicht mehr viel herzumachen. Es mussten größere Straßen bei, es mussten Umgehungen gemacht werden und Straßen verbreitert werden und auch teilweise Gebäude zurückversetzt oder sogar ganz abgerissen werden. Ja. Das muss man natürlich vorausschicken. Ansonsten hat man versucht, diese ältere Gebäude wiederherzustellen. Da haben die zwei gute Beispiele an der Rheinfront mit dem Zeughaus, dem Deutschhaus und dem Kurfürstlichen Schloss und auch am Schillerplatz mit den Adelshöfen und dem Weißfrauenkloster und der kleinen gliedrigen Bebauung auf der anderen Seite. Das ist sehr gut gelungen. Auf der anderen Seite wurden halt sehr, sehr viele erhaltenswürdige Gebäude leider abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Zum Beispiel das alte Gymnasium wurde ersetzt durch das City-Parkhaus oder das Bischöfliche Palais wurde ersetzt durch das Karstadt-Parkhaus, also Hertie-Parkhaus in den 60er Jahren. Das sind natürlich einige sehr erhaltenswerte Gebäude leider nicht mehr vorhanden. Man muss natürlich auch eins bedenken, das wird man nicht allzu gerne, wenn man Mainz vor dem Zweiten Weltkrieg betrachtet, waren doch die Wohnverhältnisse in vielen Vierteln sehr schlecht. Wenig Licht, wenig Luft, wenig Sonne. Toilette am Stockwerk gab es nicht mehr zwischen den Stockwerken und auf dem Hof. Keine Badezimmer, sondern Baden in der Zinkwanne, in der Küche. Das wird ja heute keiner mehr wollen oder schon längere Zeit keiner mehr wollen. Das heißt, es wäre Mainz nicht zerstört worden, hätte es einen ganz erheblichen Sanierungsbedarf gegeben, so wie er in den 70er Jahren in der südlichen Altstadt vonstatten gehen musste, um wieder erträgliche Wohnverhältnisse in den einzelnen Häusern zu gestalten. Das haben ja viele Städte dann in den 60er, 70er Jahren durchgeführt mit Flächensanierungen und haben dieses alte weggerissen und neue Gebäude hingestellt.